So, da musste ich doch gerade mal einen kleinen Schnitt machen. Und die Aufnahme leider abbrechen. Kann ja gar nichts nehmen. Macht aber nichts. So. Für mich hat übrigens ein neuer Tag begonnen und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das hier mache. So, wir hatten hier doch, genau, da hatten wir doch. Das nehmen wir auch mit. Also, ob ich das alles in eine Folge schneide oder ob ich da zwei Folgen draus mache. So werde ich spontan entscheiden. Wir können uns gleich das Knochenartefakt mal angucken. Können wir direkt mal machen. Was haben wir denn eigentlich gerade gesammelt? Tränke geben mir etwas mehr Gesundheit zurück. Das können wir eigentlich machen. Rache. Nee, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Das interessiert mich alles nicht. Versteckte Bolzen interessieren mich wirklich nicht, weil. Naja, das wisst ihr, glaube ich, warum. Ich bin doch Pazifist. Was interessieren mich denn da verstärkte Bolzen? Ich will eigentlich nur hier raus. Genau, ja. Ist das zum Rauchen oder Essen? Verschwinde, Idiot! Also, haschisch in der Tasche, hasse immer was zu Nasche, gell? Oder so ähnlich ging noch der Spruch. So, ich bin mal ein bisschen vorsichtig hier. Scheiße. Hier sollte jemand sein. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der sieht mich nicht. Woher weiß ich das? Ja, weil ich Mission auch gerade nicht zum ersten Mal mache. Was ist denn der da unten? Ach, der Händler könnte das sein, ne? Ah, das war nämlich ein Attentäter. Ja, keine Ahnung, wie die auf einmal herkommen, was sie hier machen. Da oben ist noch einer, sehe ich gerade. Okay. Dem näher ich mich mal von hinten. So falsch sich das auch anhört. Aber das ist der beste Weg, diesen kleinen. Naja, Typen halt hier beizukommen. Ich höre ein Artefakt, es befindet sich dort. Und ich weiß, dass du hier bist. Gute Nacht. Fass mich mit deinen hässlichen Fingern gar nicht erst an. Ja, so. Nein, das wollten wir nicht. Wir nehmen uns das hier noch mit. Einen Moment. So, was heute aber auch los ist. Mann, Mann, Mann. So. Ich weiß nicht genau, wie gut man den Schnitt gerade gemerkt hat, aber auf jeden Fall, ja, ging gerade mein Telefon und da hinten ist noch ein Gegner. Pass auf, den schalten wir auch, aus und wenden mal eine unserer neuen Fähigkeiten an. Jetzt hat er uns gesehen, aber das macht nichts. Der ist gar nicht schnell genug, um uns überhaupt wahrzunehmen. Denn wir sind doch viel, viel schneller als der. Warum kann ich es nicht nehmen? Na tja, ich sollte mir mal merken, dass ich mir das nicht entnehmen kann. Und dann sind wir schon wieder hier. So, jetzt schauen wir uns mal um hier. Was ist das denn? Noch Knochenartefakt in 39 Meter Entfernung und in 5 und 54 Meter Entfernung. Kommen denn dahin? Sollen denn dahin kommen? Zieht euch den mal rein. Oder die. Die erbricht mitten auf der Straße. Und was macht der? Er ernährt sich vom Müll. Warum ernähren sich die Weine denn von Müll, wenn die jetzt infiziert werden? Warum mögen die dann keine Bananen oder Äpfel mehr? Na, die haben wahrscheinlich keine mehr. Naja, wie auch immer. So, wer bist denn du? Ich will auch hier in Dr. Galvanis Büro rein. Da unten sind mir zu viele Patrouillen. Dann versuche ich da oben reinzukommen, falls das geht. Oder ich könnte versuchen. Guck mal, hier sind so schöne. So schöne Rohre, da kann ich natürlich auch lang gehen. Tja, ist noch die Frage, wie ich hinkomme, ist alles voller Wachen. So, der geht jetzt hier lang. Komme ich hier hin, ohne gesehen zu werden? Moment, mal hier in die Hocke gehen. So. Tee, um einen Trank zu trinken, das kann ich gerne tun. Ja. Ging doch schon mal ganz gut. So, dann gehen wir hier hin. Und der sieht uns nicht. Das ist ganz. Ich wollte gar nicht springen.
Ganz fantastisch, wollte ich sagen. So. Wie er schläft. Ist auch, ist, guck mal, hier hat er sich schön die Kauleiste an der. Haben Galender hier aufgeschlagen. Naja, kann jetzt auch nichts für. In Dr. Galvanis Büro gehen ja natürlich. In der Hoffnung, dass sich dort niemand befindet, weil das wäre natürlich extrem uncool. Wenn wir jetzt hier reinkommen und werden hier direkt von so einer Wache geküsst. Ja, super. Das scheint auch irgendwie der Fall zu sein. Weg hier. Während die Texturen nachladen, verschwinden die schon mal durch die Tür in diesen Raum. Und mit durch die Tür kann man das kann man wörtlich nehmen, weil wegen Grafikfehler, habt ihr gerade gesehen. Moment, ich höre Dinge. Über mir ist eine Rune. Aha. 10 Meter über mir. Ja, das ist, glaube ich, hier in dem Raum, wenn mich alles täuscht, ne? Hier hinter dem Bücherregal müsste das ja sein. Dann schaue ich mal nach, ob die beiden fertig mit dem Karwasseln sind. So, da ist eine Wache. Der kratzt sich was den Bauch. Soll er von mir aus gerne machen. Und... ups, eine offene Tür. Wow, Hilfe. Das war knapp. So, den haben wir uns mitgenommen. Ich meine, den nehmen wir uns mit. Puh, war das knapp. Aber wir sind einfach zu gut. Liegt denn da? Ein Buch. Haben wir das schon mal gelesen? Fahrt nach Pandysien? Ich glaube schon, ne? Wir düsen nach Pandysien. Ja, ja. Die Frühstücksclowns, ich weiß. Die sind wirklich lecker. Ich konnte mich doch einfach nicht wieder zurückhalten heute Morgen. So, dann... ich sehe keine Wache. Ich scheue mich immer so ein bisschen, diese Option zu nehmen, weil das macht die Sache so unspannend irgendwie, ne? Ist so einfach. Jetzt sehe ich, jetzt geht die Wache hin und dann gucke ich hier rein, dann mache ich die Tür auf, dann gehe ich hier hin, erwürgt den, lass den fallen und alles ist gut. Irgendwie unspannend, wenn ihr mich fragt. So, da, oh, was ist denn da los? Da unterhalten sich zwei, aha. Aha. So, gibt's hier noch mehr zu entdecken? Fragezeichen. Ah, guck mal hier. Das alte Büro vom Herrn Galvani. Oder das Schlafgemach. Das Tagebuch kennen wir ja schon. Wie war das nochmal? 28.07., ne? War das Passwort. Wir können mal gucken, ob mittlerweile neue Dinge hier drin liegen. Es war noch alles eingestellt. Naja. Sogar das Ding ist noch kaputt. Das haben wir ja kaputt grau nicht. Was lag da drin? Da lag da irgendwas drin. Was war das nochmal? Ich glaube, es war ein Elixier. Ein blaues. Ein Piero-Elixier. So. Slackjaws Informant in 19 Meter Entfernung. Ich zieh mal hier hin. Tür zu. Rattenlöcher noch und nöcher. Haha, reimt sich super. Keine Zeit, das herauszufinden. Ich gebe demjenigen einen aus, der es getan hat. Aber was schreibst du in dem Bericht? Ich werde schreiben, dass wir da einen von Slackjaws Männern fanden, tot und blutig, und dass du ein Riesenidiot bist. Der wurde wohl aus Versehen umgebracht. Hier, Slackjaws Typ. Jetzt wissen wir schon mal, dass er tot ist. Was wir noch nicht wissen ist, wo die andere Wache hingegangen ist. Aber das werden wir bald rausfinden, denke ich mal, solange die Pappnase nicht hier reinkommt. Was wir natürlich nicht hoffen. So, einmal durchs Schlüsselloch gucken, bitte. Ja, wo ist er denn? Scheiße. Ah, jetzt kommt sie. Ja, da kommt sie.
Hat auch einen Schlüssel. Pass auf. So, das ist natürlich nicht so toll. Was total bescheuert ist, ne? Der geht auf die Tür zu. Die geht durch Geisterhand auf. Und er wundert sich nicht. Das ist alles normal. Das war bestimmt eine Ratte, die das aufgemacht hat, ne? Du Idiot. Und wenn du jetzt gleich keine Luft mehr bekommst, dann bist du einfach nur selber schuld. Ja, das hätten die in der KI tatsächlich noch ändern können. Guck mal, ich spiele es auf sehr schwer. Da hätte man das ja ruhig eigentlich mal hier so, ne, implementieren können, finde ich, dass, ich weiß nicht, dass man halt, naja, das Öffnen von, dass die Wachen das Öffnen von Türen bemerken, also das ist ja wirklich, wo ist der denn? Da ist der. So, dann gehen wir mal, jetzt dreh dich bloß nicht um. So. Ist ja wahrscheinlich gerade ein Pin-Up-Girl da drauf angeschaut, aber naja, sowas lenkt halt ab. Ja. Hinweis. Ach so. Steh mal auf. Optional, ja, gut. Haben wir gefunden. Bringe den Audiograph zu Slack Jaw zurück. Den würde ich gerne selber mal hier reinlegen, aber hier war doch mal so ein Autograph, so ein Audiograph. Das kennen wir, glaube ich, schon. Jetzt ist es weg. Weg. Nichts mehr da. Also, nur noch Dinge zum Klauen. Ja, ist ja auch nicht schlecht. So, dann... Ach so, genau. Als wir das letzte Mal hier waren, befand sich ja noch diese aufgespießte Ratte. Jetzt ist hier halt eben die Rune drin. Macht ja nichts. Umso erfreulicher ist das, weil wir ein sauberer Dieb sind. Beziehungsweise ein sauberer Attentäter, machen wir das wieder zu. Und wir sind, haben... Ja, wir können eigentlich zurück zu Slackjaw. Dann machen wir das doch. So, einmal raus hier. Ja. Ach, Entschuldigung, musste hixen, mal wieder. Der unter mir pennt wahrscheinlich noch. Kann ich da drauf? Nee. Da auch nicht. Ah, dann gehe ich halt den Weg hier wieder zurück, macht dir nichts. Kann ich jetzt, ich duck mich mal und springe hier hin. Das hören die doch bestimmt, oder? Wenn die das nicht gehört haben, dann sind sie selber schuld. Dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Das war Hilfe genug, die ich euch gerade geboten habe. Und, ja, während die hier in den Drunken Sailor singen, machen wir uns mal zurück auf den Weg zum Slackjaw. Damit, was war noch gleich der Deal? Eine alternative Route zur Golden Cat, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, will ich gar nicht. So, Slackjaw, give me what you got. Was hältst du für uns? Hey, Moment, mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Ach so. Hier liegen Leichen rum von Schlägern und irgendwie haben die sich anscheinend um die... um diese Weiner gekümmert. Hallo. Hier sind Crowleys letzte Worte. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Ja. Dann schieß los. Ja, bitteschön. Fletcher, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier.
Danke. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Vielen Dank. Siehst du? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Bist ein feiner Kerl, ich mag dich. Besser. Denk drüber nach. Hau rein. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Würde mich freuen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Ah. Leise und ohne Mord. Oh. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Der da wäre? Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slackjaw es auch nicht. Das ist ein ganz feines Geschäft. Das kommt mir wie gerufen, Slackjaw. Das macht echt Spaß, mit dir zu handeln. Denn ich wollte natürlich sowieso eine Möglichkeit finden, um die Pendletons möglichst, lebend auszuschalten, nicht wahr? Und wenn der Slackjaw die Kombination haben will, dann soll der Slackjaw die kriegen. Jo, sehr gut. Ach, was mache ich denn da für einen Scheiß? Ich kann hier durch. Das macht überhaupt nichts mehr, denn hier ist die Luft rein. Hui. So. Herr Knochenartefakte fehlen uns noch, ne? Moment. Da waren noch zwei. Müssen wir gucken, wo waren die nochmal? Hier, 95 und 76. Das sind schon noch ein paar Meter. Und wo ist... ach, das ist okay. Da ist das Hotel. Müssen natürlich mal schauen, wie wir da hinkommen. So. Halt die Schnauze. So, hat uns keiner bemerkt. Oh, Weiner. Weiner. Ich hoffe doch, dass hier ein Weg ist. Aber hier waren wir ja schon mal. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Männerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Für mein Baby. Nein, ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird. Okay, puh. Ich wollte dir mich retten. Weil hier kommen keine Leute um. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Außer vielleicht? Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunsthändler an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet, vor der Seuche. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Das ist eine feine Sache, vielen Dank dafür. Der erinnert euch noch an diese Tür, wo das wahrscheinlich zu holen ist. Kann ja auch nichts plündern. Jetzt habe ich drei Pfeile verbraucht, ne? Ich habe nur noch drei Betäubungsbolzen? Wo habe ich die denn alle vergallert? Verdammt. Scheiße. Oh oh. Und die Mission hat noch nicht mal richtig regulär angefangen. Mist. Naja. Hier. Hab's nicht besser verdient. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe gerade irgendwas angefangen und
habe den Satz nicht beendet. Long live the Emptress. She was a wench. Aha, okay. Wenn ihr das sagt.